Hallöchen und willkommen bei der neuen Folge Let's Play mit dem Ed. Wir befinden uns in der Katana-Höhle. Die Höhle ist so groß, dass ich wahrscheinlich mehrere Aufnahmen draus machen werde. Und eigentlich hatte ich die Taschenlampen-Mod jetzt nicht mehr aktiviert. Ich habe auch die Map. Also ich habe Mod-API nicht gestartet. Es ist trotzdem da. Okay. Oh. Zwei Flaschen Alkohol. Das bedeutet Mollys. Hoppla. Ich werde es aber nicht benutzen. Keine Sorge. Ich habe nämlich vor... Nicht unbedingt heute, weil ich jetzt in der Höhle bleibe, aber... Dosen kann ich mitnehmen. Ja, wir besorgen uns zeitnah irgendwann das Map-Ding. Das Stück Papier, um den Weg anzuzeichnen. Gibt es hier hinten was? Nö. Ich kenne die Höhlenstruktur nicht auswendig. Ich werde auch die Map nicht weiter benutzen. Noch mehr Alkohol. Taschenlampe. Oh, ja, praktisch. Alkohol. Die im Kreuze im Auge. Dosen? 10. Okay. Ich sehe das jetzt erst, ne? Schön unsichtbar. Weil, also ich habe es in meinem ersten Playthrough gehabt, da hatte ich die Speicherzelte mit der Hausfarbe und irgendwann war die ganze Map voll von diesen Haussymbolen. Und das ist ja so irritierend irgendwann, weil man nichts mehr sieht. Jetzt müssen wir mal gucken. Was war das für ein seltsames Geräusch? Ach, komm schon. Also. Jetzt müssen wir uns kurz orientieren. Wo war der Eingang? Ich habe ja auch erfahren, ist da jemand? Wow. Ich sehe halt nichts, ne? Ich muss mal kurz schummeln. Okay.
Ich habe von einem YouTuber erfahren, dass scheinbar mal eine Art Garderobenständer geplant war. Bist du alleine? Das sind doch Atemgeräusche, oder bilde ich mir es ein? Das irritiert mich. Ich meine, es ist klar, was das ist. Moment. Erst orientieren. Oh. Da sind sie. Hallo Freunde. Oh, kein Kopfschuss. Aber warum? Ja, schrei nicht so. Stehen. Lauf doch mal ins Feuer. Da hilft dir Ausweichen auch nicht, Junge. Meine Güte. Oh, der ist sogar abgebrannt. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Und ja, es fehlt noch die gute Axt. Die moderne Axt. Aber die holen wir uns noch. Keine Sorge. Hab ich fürs nächste Mal vor. Also für die nächste Höhle. Frisch essbar. Was?
Nein, Fleisch. Okay. Ich werde jetzt ein paar Pilze essen. Und mein Schwert vergiften. Und meine Axt auch mal. Das Ding ist leider viel zu langsam. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Das nicht, aber. Egal. Ach, die Knochen, das war's. 4. Perfekt. Okay. Soweit, so gut. Auch wenn ich gerade keine Orientierung habe. Jetzt mach halt. Okay, also von da sind wir gekommen, richtig? Genau. Das Arm, sie direkt um die Ecke steht. Gefährlich. Okay. Dann geht's immer geradeaus. Auch wenn ich jetzt nichts sagen kann. Diese Tennisbälle. Auch wenn ich nicht sagen kann, wie viele Gegner uns wo erwarten. Auswendig kenne ich mich hier drin nicht aus. Ich bin schon ganz froh, dass ich keinen. Stöcke. Oh, sehr schön. Dann können wir zwischenspeichern. Sehr gut. Zwar nicht jetzt, wir haben noch Zeit, aber bald. Also immer geradeaus für einen von den Ausgängen. Und kurz vorher muss man irgendwann rechts rum. Mehr habe ich mir nicht gemerkt. Oh. Jetzt ist zumindest die Klinge wieder sauber. Also. Immer geradeaus. Da müssen wir dann rüber. Jetzt gehen wir erstmal gucken. Ah. Du hast. Jetzt habe ich, glaube ich, ja. Dings kaputt gemacht. Hier steht eigentlich so ein. So ein. Totem. Genau. Da geht's nach draußen. To-Do-Liste. Heißt. Oh, ja, natürlich. Ich habe die Map noch nicht. Deswegen ist es noch nicht abge.
Ich meine, Unterwasserhöhle ist immer noch nicht fertig. Hallo Katze. Okay, passt. Dann haben wir das. Mal was kurz testen. Naja, so wirklich schnell ist das nicht. Okay. Also ich habe irgendwann mal erwähnt, frühestens im Stream TG, dass ja eigentlich Höhle 7, die mit Höhle 8 verbunden ist, zu den größten zählt. Das ist aber deswegen, weil es da sehr viele. Ich bin so doof, ne? Große Mutanten gibt. Also Armsies und Virginia. Nee, zwei sogar. Ich höre noch niemanden. Ist hier keiner? Ist hier echt keiner? Ich werde jetzt mal, solange wir hier drin sind. Damit ich. Ja, das Gift nicht so verschwende. Ich muss unbedingt demnächst mal Giftpilze sammeln. Da gibt's halt Getränkedosen. Echt nur so wenig Gegner? Wartet. Da geht's weiter. Okay, dann müssen wir mal kurz hier. Upsi. Okay. Rot. Da müssen wir dann noch hin. Ich habe mich im Stream schon komplett verlaufen. Ist hier jemand? Hallo? War das die Stelle? Ich glaube ja. Man sieht halt nichts. Ach.
Und das mit der Taschenlampe. Ich häng fest. Ich häng mal wieder fest. Wow. Armsi, erschreck mich doch nicht so. Wo kam der denn jetzt her? Überall bleibt man hängen. Oh Gott. Hä? Sag bloß, der bleibt da stecken. Okay. Nehme ich gern. Auch wenn ich so jetzt nicht wirklich was sehe, was seinen Schaden betrifft. Aber wir hören ihn ja noch gut. Ah! Noch jemand? Drei, vier. Vier Pfeile mit Feuer. Also kleiner Trick, falls ihr das noch nicht wusstet. Solange diese menschlich aussehenden Mutanten im Ruhemodus sind, also naja, schlafen. Kriegt man sie auch ohne Headshot down. Ich weiß nicht, welche Richtung. Aber das lief doch jetzt auch ganz gut. Kann man nicht meckern. Ich würde sagen, wir gehen erst links. Das sieht ja jetzt aus. IT-mäßig. Wir gehen erst da rechts runter.
Problem ist halt auch. Dass. Dass. Was wollte ich sagen? Ach ja, dass mir bei Zeiten vermutlich die Nahrung ausgehen wird. So, wir gehen jetzt rechts runter, hoch, was auch immer. Ich freue mich schon, wenn ich wieder hier rein darf, weil ich die Map noch nicht habe. Ja. Komm her. Ich habe dich schon gesehen. Ich höre noch einen. Headshot. Nice. Okay. Da könnten. Da ist auf jeden Fall ein Ausgang. Wenn ich mich nicht ganz vertue. Ich habe nämlich kürzlich erst wieder das ein oder andere YouTube-Video gesehen. Und dann könnten hier noch ein paar Babys sein. Tantenbabys. Hunger, Durst. Muss nicht. Kann aber. Weil ich gerade nicht weiß, wo ich bin. Aber scheinbar war hier nichts mehr. Okay. Töpfe. Na, ganz toll. Hier ist ein Lagerfeuer. Aber hier, glaube ich, kann man nicht durch. Das haben wir im Stream ausprobiert gehabt. Daran erinnere ich mich. Oh. Ich kann es nicht mitnehmen. Wieso nicht? Warum kann ich das nicht mitnehmen? Ich kann das nicht mitnehmen. Ich meine, es ist nicht wichtig, aber... Ey, Spiel. Warum mache ich das? Ich bin so doof. Egal. Wir müssen eh ein paar Giftpilze sammeln. Das habe ich ja schon festgestellt. Rüstung auf Vorrat. Immer sehr gut. Also, da kommen wir raus. Aber nicht jetzt. Nächstes Mal machen wir weiter. Straightforward.
Wohin auch immer der Weg führt, weil die Höhle ist so verzweigt, das ist echt nicht schön. Ich danke an dieser Stelle fürs Zugesehen haben. Schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Oder bei mir in den Stream. Ich bin am Wochenende live. Link in der Beschreibung. Gerne Kommentare da lassen. Wenn ihr Ideen habt, Vorschläge, whatever. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.